Ja, es geht um die Luftdichtheit und heute insbesondere um die Luftdichtheit in der Sanierung, wenn ich das Dach von außen öffne. Also im Gegensatz zum Neubau oder Sanierung von innen, wo ich ja die Luftdichtheit an der Innenseite klassischerweise gut verlegen kann, gehen wir jetzt von der Außenseite ran und müssen uns da durchaus den ein oder anderen Gedanken mehr machen, wie wir das ausführen. Warum machen wir die Luftdichtheit? Es gibt viele Gründe dafür, warum wir sie auch machen müssen. Man kann da sicherlich aufführen, Wohngesundheit, dass es nicht zieht, dass die Oberflächentemperatur höher ist, dass vielleicht auch im Sommer nicht so viel Wärme reinkommt, im Winter wiederum auch nicht so viel Kälte direkt in die Wohnung einzieht. Aber die prägnantesten Gründe sind sicherlich Energiesparen, Heizkosten sparen. Die Luftdichtheitsebene bewirkt erst, dass die Dämmung überhaupt ihren Zweck erfüllen kann, damit die Dämmung nicht durchströmt wird und somit die Wärmedämmwirkung nachlässt oder vielleicht sogar ganz am Boden ist, weil das, was in der Dämmung dämmt, ist ja die stehende Luftschicht. Deswegen muss ich die auch von beiden Seiten letzten Endes schützen. Aber was vor allen Dingen nicht zu vergessen ist, Vermeidung von Feuchtigkeit in der Konstruktion und somit auch Vermeidung von Schäden, vielleicht in Form von Schimmel oder vielleicht noch schlimmer, dass es holzzerstörende Pilze fördert, dass mir die Konstruktion gegebenenfalls komplett versagt. Auf diese beiden Punkte möchte ich noch mal etwas genauer eingehen. Nehmen wir uns erstmal die Energieeinsparung vor. Also inwieweit hat die Luftdichtheit einen Einfluss auf die Wärmedämmwirkung der Konstruktion? Und da kann man sich sehr schön eine Studie rannehmen. Das war schon 1989, hat das Fraunhofer-Institut in Stuttgart eine Untersuchung gemacht, inwieweit die Luftdichtheit Einfluss auf die Wärmedämmwirkung hat. Wir hatten hier ein Bauteil, 14 cm Dämmung drin, 1 Quadratmeter groß das Ganze. Diese weiße Fläche, die Sie hier sehen, ist eine luftdichte Ebene. Wir haben auf unserer Seite hier 20 Grad plus Raum, ganz normales Raumklima, 50% Luftfeuchtigkeit, auf der Außenseite minus 10, also ein Wintertag mit ordentlich Frost draußen. Das Bauteil hat rechnerisch, aber auch messtechnisch, also man hat auch den Wärmestrom gemessen, einen U-Wert von 0,3. Nicht mehr ganz so up-to-date, aber spielt jetzt an der Stelle auch nicht so die große Rolle. Früher war das ganz gut zu dem Zeitpunkt, wo die Untersuchung stattfand. Und dann hat man einen Schlitz in diese Konstruktion gemacht, also in diese luftdichte Ebene, die hier vor ist, 1 Millimeter breit, 1 Meter lang, weil das Bauteil nun mal auch nicht größer war. Und jetzt mal die Schätzfrage an Sie. Inwieweit hat die Dämmwirkung wohl nachgelassen? 50% höre ich hier vorne. Andere Meinungen? Wer bietet mehr? 90%, also wären wir so fast beim Doppelten, also irgendwo so bei 0,55 oder so. Ich löse es direkt mal auf. Wir haben plötzlich nur noch einen U-Wert von 1,44. Also fast fünffach schlechter als vorher. Also 480% quasi. Wir rechnen aber mit den 0,3 unserer Energiebilanz. Das kann mächtig in die Hose gehen. Kommen wir zu der anderen Seite. Feuchtigkeit. Da, wo ich Undichtheiten habe, kann natürlich auch Feuchtigkeit rein. Es gibt verschiedene Wege, wie Feuchtigkeit in eine Konstruktion reinkommt. Das, was wir alle kennen und auch berechnen können auf einem recht einfachen Weg, ist die Diffusion. Die Diffusion ist der feuchte Transport durch ein zues Material und das geschieht auch flächig. Und dadurch, dass es durch ein zues Material geht und ich weiß, welche Materialien ich dort verwende und wie dicht sie letztendlich sind, also SD-Wert, wie dicht ist die Konstruktion oder das Material gegenüber Feuchtigkeit, kann ich das auch sehr genau berechnen. Kennen Sie alle, wenn Sie einen U-Wert-Rechner nutzen, da gibt es so einen Button, Feuchteschutz, zack, drücke ich drauf und dann berechnet der mir
Die Diffusion. Leider Gottes nur die Diffusion. Aus diesem Berechnungsschema, was der Herr Glaser damals in den 50er Jahren mal aufgestellt hat, begründet sich auch unsere klassische Konstruktion. Wir machen normalerweise ein Bauteil so, dass wir auf der Unterseite eine Dampfbremse haben und nach oben hin ist es diffusionsoffen. Die Dampfbremse befindet sich so im unteren Drittel der Dämmkonstruktion, kennen Sie alles. Man darf ja laut Norm 20% Dämmung unterhalb der Dampfbremse platzieren, dann ist es noch nachweisfrei. Wenn ich es aber nachweise, kann ich auch sicherlich, sind auch sicherlich 30% oder ein Drittel da kein Problem. Kennen Sie alles, diese hat sich so als Ein-Drittel-Regelung so ein bisschen durchgesetzt. Diffusion. Man kann sich auch vorstellen, ist nicht so viel, weil es ja durchs hohe Material geht. Und berechenbar, ganz normaler Vorgang, kommen wir mit klar. Das Pendant dazu, was dann schon etwas ernster wird, Konvektion, Feuchtetransport durch eine direkte Luftströmung. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Loch, eine Lücke habe, kommt die Feuchtigkeit direkt durch. Schauen wir uns das nochmal an anhand dieser Prüfung, die 1989 stattgefunden hatte. Da hat man nämlich auch die Feuchtigkeit untersucht. Solange diese Schicht hier vorne noch unbeschädigt ist, handelt es sich um Diffusion. Feuchtigkeit geht durch das zuhe Material durch, berechenbar. Und wenn ich es ausrechne, sind es 0,5 Gramm auf diesen Quadratmeter an einem Tag. Und jetzt nochmal diesen Schlitz da rein, dann handelt es sich um Konvektion, klar. Was meinen Sie, was kommt da so durch an Feuchtigkeit jetzt? Bitte? Mehrere Kilogramm. Okay, das ist schon ganz schön heftig. Das hieße mehrere Liter. Aber Sie sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Zum Glück ist nicht ganz so dramatisch. Aber immerhin 800 Gramm, 0,8 Kilo, sprich fast ein Liter Wasser. Haben wir hier, achso, da hinten haben wir ja so Fläschchen. Ich glaube, diese Wasserflaschen, die haben doch 0,75, ne? Ja, 0,75. Also ein bisschen mehr als hier drin ist an einem Tag. Und dann kann man sich vorstellen, was in der Konstruktion da los ist. Ich stelle jetzt mal hin für den nächsten Referenten, ne? Ja, also insofern müssen wir zusehen, dass wir die Feuchtigkeit auf jeden Fall da raushalten. Ich habe hier mal so ein Beispiel, das war ein Flachdach. Kleine Anmerkung am Rande, bitte das Flachdach so nicht konstruieren, dass Sie direkt das Grün auf die Abdichtung machen. Aber wer da Interesse hat, im Bereich Flachdach mal zu sprechen, gerne in der Pause mal. Aber hier hatte man auch gleich mehrere Fehler gemacht, aber schauen wir uns das mal an. Man hat auf jeden Fall eine Feuchtigkeit gehabt. Man hat einen Bereich gehabt, wo es offensichtlich irgendwas nicht in Ordnung war, weil die ganze Konstruktion auch relativ weich war an der Stelle. Man hat somit vermutet, Feuchtigkeit kommt rein und hat dann noch eine Lage Bitumen drauf gemacht. Jetzt kam die Feuchtigkeit aber gar nicht von außen, sondern wie hier angedeutet, durch Konvektion von innen. Wenn man diese Bitumenbahn da weggemacht hat, konnte man die OSB-Platte, die da drunter als Schalung war, so mit bloßen Händen rausrupfen. Also die Kompostierung hat hervorragend funktioniert. Hier sieht man es nochmal etwas näher. Aber das war auch nur so ein Bereich. Insofern war das irgendwie ein bisschen seltsam. Also es deutete auf eine Undichtheit hin. Und hier haben wir sie dann auch gefunden. Wenn man sich das mal näher ranzoomt, da hat der Elektriker eine Dose reingesetzt. Und wenn man sich hier die Skala mal anschaut, so groß ist das Ding ja gar nicht. 10 cm, 12 cm, so um den Dreh, hat aber dafür gesorgt, dass dieser Bereich komplett verrottet. Also kleiner Schlitz mit großer Folge. Hier sieht man auch nochmal, und da möchte ich dann doch nochmal einen kleinen abschweifenden Hinweis geben, wir haben hier die Bitumenbahn, dann die USB-Platte, dann Dämmung drin und hier unten sehen wir eine blaue Folie, eine Dampfsperre. Bitte Holzkonstruktion nicht mehr so konstruieren. Eine Holzkonstruktion muss in eine Richtung ausdiffundieren können. So ist es mittlerweile nicht mehr erlaubt.
außendicht und innendicht ist eine feuchte Falle. Aber wer da Näheres wissen möchte, gerne in der Pause. Ist ein sehr großes Thema. Ja, insofern haben wir hier gesehen, was passieren kann von der technischen Seite her. Und das führte dann natürlich auch dazu, dass es letzten Endes in die Gesetzgebung, in die Normen eingeflossen ist, damit es geregelt wird und auch letzten Endes auch durchgeführt wird. In der Energieeinsparverordnung steht drin, zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wird. Energieeinsparverordnung, wie der Name schon sagt, Verordnung, Gesetz. Wenn ich dagegen verstoße, ist es eine, kennen wir auch aus dem Straßenverkehr, Ordnungswidrigkeit. Ich komme da nicht drum rum. Wir haben die technische Seite gesehen, warum wir es letzten Endes machen müssen, damit die Konstruktion am Ende auch überlebt. Aber es ist in die Gesetzmäßigkeit eingeflossen. Das heißt, als Verarbeiter oder auch als Fachmann allgemein, als Planer etc., komme ich nicht drum rum. Selbst wenn mir der Bauherr schriftlich geben sollte, ich komme da nicht drum rum, es so auszuführen. Ich muss es tun. Einige andere Hinweise gibt es noch, die KfW-Bank zum Beispiel fordert es in vielen Bereichen und auch die Prüfung der Luftdichtheit, ne, zum Beispiel in dem energieeffizienten Sanieren in dem Programm. Dann ist es auch noch in die Normen eingeflossen, in der 4108 Teil 3 steht, Wände, Dächer müssen luftdicht sein, um Tauwasserbildung zu unterbinden. Das gilt auch für Anschlüsse und Durchdringungen, Installationen, Einbauteile etc. Und dann hat die Norm, die 4108, noch einen Hinweis in Teil 7. Und da steht ganz klar drin, die Luftdichtheit ist sorgfältig zu planen, auszuschreiben und auszuführen. Aber bitte jetzt als Verarbeiter nicht zurücklehnen und sagen, okay, Karte an den Planer. Oftmals ist der Verarbeiter ja selbst der Planer. Ja, bei kleineren Bauvorhaben, zum Beispiel Umbauten etc., wo vielleicht gar kein Planer bei ist, dann ist auch der Verarbeiter der Planer. Also es ist jetzt nicht auf eine Berufsgruppe beschränkt hier. Und dann steht da noch, dass die Arbeiten zu koordinieren sind, das heißt vor allen Dingen zwischen den Gewerken. Wer macht denn überhaupt die Luftdichtheit? Zu welchem Zeitpunkt passiert es? Beispiel Fenster steht im Regelwerk zum Fenstereinbau, dass am Fenster bis zu 6 Gewerke unterwegs sind. Da ist zu klären, wer macht wann die Luftdichtheit oder überhaupt, wer macht wann was und wer macht die Luftdichtheit. Also planen, koordinieren, damit wir endlich mal davon wegkommen, wie es heute oftmals noch üblich ist, da wird halt eine Folie hingehängt und dann wird einer losgeschickt, klebt die mal ab. Ich weiß nicht, wie die Anschlüsse aussehen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt drankomme an die Schicht, wo ich ankleben muss. Ich weiß nicht, welches Material ich mitnehmen muss. Und insofern macht es durchaus Sinn, sich im Vorfeld da schon Gedanken zu machen. Na, was will er denn jetzt hier? Warum geht das jetzt nicht weiter? Ah ja, okay. Ja, planen. Das heißt auch, dass ich mir erstmal Gedanken machen muss, wo ist denn die Luftdichtheit überhaupt? Also die Luftdichtheit ist immer zusammenhängend mit der Wärmedämmung, räumlich und auch zeitlich. Das heißt, wenn ich eine Wärmedämmung verlege, muss auch den gleichen Weg die Luftdichtheit folgen. Zeitlich heißt, wenn ich die Wärmedämmung einbaue, sollte auch zeitnah die Luftdichtheit hinterher montiert werden. Ja, wo befindet sich das Ganze? Muss ich im Grunde genommen erstmal festlegen. Gehe ich zum Beispiel hier oben bis in den First rein oder dämme ich die oberste Geschossdecke? Dementsprechend verläuft dann auch die Luftdichtheitsbahn. Nehme ich vielleicht noch einen Kellerbereich damit zu oder ist hier noch
eine Abseite, die ich, wo der Verlauf dann doch anders ist als jetzt hier dargestellt. Das muss ich erstmal planen. Das muss ich erstmal wissen, sagen wir es so. Und ich muss mir auch betrachten, welche Schicht ist denn überhaupt meine luftdichte Schicht im einzelnen Bauteil? Was ist die luftdichte Schicht bei einer gemauerten Wand? Putz, genau. Eine gemauerte Wand ist erstmal nicht luftdicht, auch laut Norm, selbst auch wenn es eine alte Wand ist, wo noch rundherum um den Stein auch Mörtel ist, gilt die erstmal nicht als luftdicht, bevor der Putz dran ist. Und das ist bitteschön dann auch mein Ziel. Wenn ich jetzt mit der Dampfbremse, im Dachbereich ist es klassischerweise eine Dampfbremsbahn, ankomme, ist mein Ziel der Putz. Muss nicht immer direkt angeklebt werden, aber ich muss am Ende eine einheitliche, umlaufende, luftdichte Hülle haben. Aus besagten Gründen, die wir eben gesehen haben. Ja, das heißt aber auch, ich muss die Details planen. Überall, wo die Fläche sich ändert, auf eine andere Fläche trifft, ein Fenster, die Wand trifft auf Fenster, Putz auf Fensterrahmen, das muss ich abdichten. Und da gibt es einige Details, die ich dann zu betrachten habe. Nehmen wir uns mal eins raus, hier die Traufe. Solange ich von innen daran gehe, ist das noch einigermaßen überschaubar. Also ich kann vielleicht auch direkt an den Putz hier ankleben. In diesem Fall ist man hier bis zum Ringanker gegangen und hat das Ganze nochmal vorgebaut. Man hätte hier vielleicht auch an die Fußfette gehen können und da ankleben. Dann darf man aber nicht vergessen, auch hier unten zu verkleben, damit ich hier eine Einheit habe. Also ich muss nicht unbedingt mit der Folie bis an den Putz kommen, sondern ich kann auch mal so einen Umweg über zum Beispiel hier so eine Fußfette nehmen, wenn sie denn auch luftdicht ist. Da, wo sie gestückelt ist, muss ich es halt auch zusätzlich abkleben. Risse etc. beachten. Ne? Der Ringanker wiederum ist verbunden mit dem Putz, also alles gut. Wenn ich von innen rangehe, wie gesagt, nicht ganz so schwierig. So, jetzt sind wir aber heute in der Sanierung von außen, weil wir auf dem Innenraum oder im Innenraum halt schon eine bewohnte Wohnung haben und nicht von innen rangehen wollen oder sollen, dürfen, wie auch immer. Wir haben innen schon eine fertige Beplankung. Wir machen außen das Dach auf, vielleicht weil auch die Dachpfannen sowieso gerade fällig sind. Und gehen da von außen ran. Dann ist das natürlich nicht mehr ganz so einfach wie hier dargestellt. Ne? Nehmen wir mal hier die nächste Grafik. Wenn ich da von oben rangehe, muss ich zusehen, wie komme ich denn im Grunde genommen hier an den Putz ran. Hier kann ich wahrscheinlich nicht mehr dran. Vielleicht noch, gut, so wie es hier dargestellt ist, wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, dass ich im Vorfeld, bevor die Dämmung reinkommt, hier irgendwie dran komme. Aber oftmals ist die ganze Situation dann eher nach außen oder vielleicht der Außenputz, der hier drauf ist. Allerdings muss ich dann beachten, dass ich das Ganze dann auch noch überdämme. Das gucken wir uns im Detail gleich noch genauer an. Deswegen haben wir den Thomas da. Und ja, im Grunde genommen müssen wir uns dann aber auch überlegen, wir sind hier natürlich auch relativ weit draußen. Eben hatte ich mal erwähnt, die klassische Konstruktion, Dampfbremse ist raumseitig, warmseitig. So maximal ein Drittel darf ich an Dämmwirkung darunter haben. Hier sind wir aber plötzlich schon bei 50%. Heißt im Umkehrschluss auch, dass ich wiederum eine spezielle Bahn brauche. Und da wird es dann, knifflig will ich nicht sagen, aber man muss dann zumindest schon mal darauf achten, dass diese Bahn dafür geeignet ist, für die entsprechenden Sanierungsvarianten. Eine Variante wäre halt, wir dämmen das Gefach voll, machen flächig eine Bahn oben drüber, schließen die auch luftdicht an, Traufe, Ortgang etc. und machen dann nochmal eine Überdämmung, so wie wir es hier oben im Prinzip sehen. Die Überdämmung ist in dem Fall auch extrem wichtig. Und in diesem Fall haben wir eine Bahn, die ist luftdicht, das ist ja die Aufgabe. Aber dadurch, dass sie so weit draußen ist, darf sie nicht mehr dampfbremsend sein, muss sie hochdiffusionsoffen sein.
Hier sieht man zum Beispiel diese 0,01, das ist tatsächlich der SD-Wert. Also so diffusionsoffen wie 1 cm Luft. Jetzt ist es bei diffusionsoffenen Bahnen allerdings gar nicht so einfach, das hinzukriegen, vor allen Dingen in der Kombination mit der Luftdichtheit. Klassischerweise ist eine sehr diffusionsoffene Bahn gelocht, wie man es hier in so einer Mikroskopaufnahme sieht. Wir sprechen da von mikroporös oder mikroperforiert. Das heißt, man hat eigentlich oder hatte bis vor einer Weile eigentlich gar nicht so diffusionsoffene Materialien, wie man sie eigentlich braucht, und hat sie deswegen in der Produktion schon mit vielen kleinen Löchern versehen, sodass dann doch eine gewisse Diffusion stattfinden konnte. Problem ist nur, Diffusion ist relativ geradlinig, das Wassermolekül muss das Loch auch treffen. Aber das funktioniert erstmal. Allerdings kann man sich da gut vorstellen, dass die Geschichte natürlich dann nicht luftdicht ist. Und ich brauche ja Diffusionsoffenheit und Luftdichtheit. So, genau. Und da zeige ich Ihnen mal den Unterschied. Diffusionsoffene Bahnen kennen wir eher aus dem Bereich Unterdeckbahnen, weil wir auf der Außenseite ja sehr diffusionsoffen machen wollen und schätzungsweise rund 90% der diffusionsoffenen Bahnen sind diese gelochten Bahnen. Ich habe hier mal eine eingespannt und jetzt pumpe ich da mal Luft durch. Und hier sieht man, die kommt ungehindert durch. Ist eine normale Unterdeckbahn. Wie gesagt, die meisten dieser Bahnen sind halt diese mikroperforierten oder mikroporösen, sagt man eigentlich heute. So, jetzt nehmen wir uns mal eine andere Bahn vor. So, jetzt film nicht, wie ungeschickt ich das hier reinbastel. So, ich glaube, das haut hin. So, zack. Machen wir es mal so rum. Sehen wir das? Was wir da auch sehen, also erstmal kommen keine Bläschen und unten sieht man das Pumpen, ne? So, das Ding wölbt sich da unten, aber es kommt keine Luft rein. Also es ist hochdiffusionsoffen, also Wassermoleküle können durch, aber trotzdem ist das ganze Ding luftdicht. Und das kriegt man hin durch so eine, danke, durch so eine, ein Material, das nennt sich TEEE. Hast du gerade den Vortrag wieder? Ja, genau. Thermoplastischer Elastomer-Ether-Ester. Fragebögen füllen Sie bitte draußen aus. Das frage ich nachher nochmal ab. Und damit haben wir seit einigen Jahren die Möglichkeit, halt sehr diffusionsoffene, aber luftdichte Materialien herzustellen. Und somit ist diese Variante überhaupt erst möglich. Also mit dieser Luftdichtheitsebene so weit rauszugehen. Ja, und dann hatte ich noch erwähnt eben, diese Überdämmung ist sehr wichtig. Und da spielt auch das Verhältnis der Dicke der Überdämmung zur Dicke der Dämmung im Gefach eine große Rolle. Ich gehe jetzt nicht auf alle ein, aber Sie können das in Tabellenwerken nachschlagen. Auch auf dieser Internetseite, da haben wir zwei Tabellen drin, wo dann diese ganzen Kombinationen nochmal gezeigt werden, was man so, ich sag mal pauschal eigentlich sagen kann, das Verhältnis 2:1, also zwei Anteile im Sparrengefach. Nehmen wir mal als Beispiel ein 16er Sparren, das ist 12, 14, 16, das ist das, was wir so in der Sanierung oftmals so sehen. 16er Sparren käme dann halt eine 80er Unterdeckplatte drauf. 12er Sparren eine 60er. Das wäre so das Verhältnis, was eigentlich immer funktioniert, sobald ich entweder einen sorptionsfähigen Dämmstoff in der Konstruktion habe, im Sparrenbereich, oder wenigstens eine Beplankung unten drunter, wenigstens eine Gipskarton. Gipskarton ist sehr diffusionsoffen, deswegen der ungünstigste Fall, aber sobald ich da einen Gipskarton drunter habe, komme ich mit 2:1 eigentlich klar. Wenn es davon mal abweicht oder noch dünner werden muss oben,
Dann gibt es auch noch andere Varianten, auf die ich allerdings nicht alle eingehen möchte. Ist eher nur verwirrend. Da schaut man einfach mal in der Tabelle nach. Somit gucken wir uns jetzt erstmal die Details an und somit übergebe ich dann an den Thomas, der uns jetzt zeigt, wie wir das am Ortgang und Traufe dann vernünftig hinkriegen. So sieht's aus. Danke, Martin. Das Ganze heute hier heißt Dachpraxis und dafür bin ich jetzt da, für den praktischen Teil. Jetzt haben wir jede Menge Theorie, jede Menge Bauphysik gehört. Frage vorab, hat jemand Probleme mit meinem Dialekt? Ich bemühe mich gerade. Zwei Kollegen sind hier, die verstehen mich, die kommen aus meinem Nachbarort. Ich komme aus der Nähe von Heidelberg, also ganz weiter Weg gefahren. Danke, dass ihr da seid. Aber ich kann gar nicht anders. Wenn ihr mich nicht versteht, tut mir es leid. So, ich bemühe mich. Dachpraxis hier am Modell. Wir haben gehört, Sanierung von innen, überhaupt kein Thema, absolut identisch mit der Neubauvariante. Dachsanierung von außen. Wir nehmen erstmal unserem Kunden die Angst. Er meint, er müsste ins Hotel ziehen, weil das Dach kommt ja irgendwie, passiert ja ganz viel. Dem ist nicht so, der kriegt gar nicht mit, dass wir da sind, nur weil da draußen ein Gerüst steht letztendlich und ganz zum Schluss, wenn das Dachfenster getauscht wird, so denn eins da war oder halt ein neues eingebaut wird an der Stelle, wo vorher keins da war. So, die Variante, die der Martin gerade eben vorgestellt hat, ist die klare und konsequente Trennung der Funktionalität der Membran, nämlich hier wird eingebaut eine reine Luftdichtungsmembran, an dieser Stelle eine Dampfbremse wäre fatal, wäre viel zu weit außen. Wir würden hier Feuchtigkeit ansammeln, die uns im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre vielleicht sogar relativ schnell Probleme bereitet. Nur Luftdichtung ohne dampfbremsende Funktion. 0,01 der SD-Wert. Wir reden jetzt nochmal über Theorie und Bauphysik ganz kurz. Und zwar, alles was ich jetzt hier sage, sehe ich von der bauphysikalischen Sicht und nicht von meiner Handwerkerehre, von meinem Tun, wie ich normalerweise tun würde, weil das hier geht bauphysikalisch, aber tun würde ich es nicht. Ich könnte nämlich aus bauphysikalischer Sicht einen vorhandenen Dämmstoff im Gefach belassen. Ich sehe das so, ich verlagere Gefahrgut auf die nächste oder übernächste Generation, was die Entsorgung angeht. Ich würde es natürlich komplett entfernen, ich würde das Gefach aussaugen mit allem, was dazugehört. Aber wenn ich im Vorfeld bei der Begutachtung dessen, was ich da tue, feststelle, der Dämmstoff, der da mal da drin war, der verdient auch heute noch die Bezeichnung Dämmstoff. Der wurde nicht vom Marder weggetragen, der ist auch nicht in sich zusammengerutscht, sondern der ist noch da. Dann kann ich den vielleicht aus Kostengründen da drin belassen, um dem Kunden Kosten zu sparen. Ich muss dann hergehen und dieses Gefach volldämmen. Das Ganze, was wir hier erzählen, funktioniert logischerweise immer nur dann mit einer Sparrenvolldämmung. Und ob ich das da drin lassen kann, ja oder nein, wie das da aussieht, ja oder nein, das muss ich natürlich mir vorher erstmal anschauen. Ganz kurz nochmal die Hände hoch für die Planer. Also ich bin ein eindeutiger Verfechter von Planer in der Sanierung, weil die nehmen mir einen ganz großen Stein vom Herzen, weil sonst muss ich ja vorher schon mir das Ganze angucken für das Luftdichtungskonzept. Weil wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt, dann kaufe ich mir eine Wundertüte, ein Stück Dach pauschal inklusive aller Anschlüsse. Das kann nur in die Hose gehen. Ich weiß ja gar nicht, was da drin ist. Ich weiß ja gar nicht, wie es da aussieht. Dämmung früher war überhaupt kein Thema. Das Ganze war, irgendwas war da drin, stark hinterlüftet. Das Ganze war so schlecht, dass es schon wieder gut war, weil Feuchtigkeit konnte überall entweichen. Heute gehen wir her, machen Sparrenvolldämmung und jetzt werden die Stellen, die wir vergessen oder die Stellen, an denen wir was falsch machen, die werden für uns richtig interessant und richtig wichtig. Aber in der Fläche, so wie hier jetzt, gesetzt den Fall, ich würde was da drin lassen und überdämmen. Das Ganze funktioniert in erster Linie auch deshalb, weil wir reden ja über Diffusion, das was wir gern hätten und dass da Feuchtigkeit anfällt und zwar ganz wenig, darüber brauchen wir gar nicht reden, das ist einfach so und die hätte ich gern per Diffusion nach außen transportiert und es funktioniert vor allen Dingen deshalb, weil mein Dämmstoff Oberseite und die Rückseite meiner Membran Kontakt haben. Ich mache zu, Berthold. Wir sehen hier eine Beule. Ich habe hier mehr gepackt als Platz war, gesetzt den Fall, hier waren 4 cm Dämmung oder auch 8 und der Rest war Hinterlüftung. Dann packe ich mehr rein als das, was an Platz da ist.
nicht zu viel mehr, aber mehr, weil ich weiß ja gar nicht, wie der vorhandene Dämmstoff reagiert, wenn ich was Neues draufpacke, ob ich den zusammendrücke oder was auch immer. Diese Beule ist zwingend notwendig, damit Kontakt ist zwischen Oberseite Dämmstoff und Rückseite Membran, so wie ich es gesagt habe. Wäre das jetzt eine Unterspannbahn, eine Unterdeckbahn und ich würde so eine Beule konstruieren, dann wäre das ein absolutes No-Go. Das geht überhaupt nicht. Erstens mal wird mein Hinterlüftungshohlraum würde ich dünner machen, als ich muss. Und im Falle eines Schadens würde Wasser, Fließwasser in dem Fall, von dem Schaden in der Pfanne tendenziell hier rüberlaufen Richtung Konterlatte und auch das ist zu vermeiden. Aber ansonsten brauche ich bei der Verlegung in der Fläche auf nichts achten, weil Fläche kann jeder. Fläche ist einfach. Ich habe hier den großen Vorteil, ich habe hier eine Bahn mit applizierten Kleber schon auf der Bahn. Das heißt, ich zeige Ihnen gerade mal ein kleines Stück aus der Hand. Ich habe hier diese geschützte Fläche, so kommt es von der Rolle. Die beiden werden übereinander gelegt, deckungsgleich. Die Linie hilft mir. Ich entferne die beiden Liner, verklebe die miteinander. Ich muss nicht mit zusätzlichem Klebeband arbeiten. Hilft mir ungemein, geht unheimlich schnell. Und wir versuchen natürlich, Wasser in der Sanierung im bewohnten Gebäude zu vermeiden. Fließwasser, nichtsdestotrotz kann es immer mal passieren, dass das feucht wird. Macht nichts, klebt sogar im Feuchten, klebt sogar im Nassen und das zeige ich Ihnen gleich. Machen wir. Es gibt aber auch immer wieder Situationen, da ist dieser Liner nicht mehr da, der ist abgeschnitten, wie auch immer, weil es von der Situation bei Grat zum Beispiel, bei Kehle, wie auch immer, dann muss ich auf Klebeband ausweichen und auch das ist kein Problem, weil das Klebeband selbst ist auch nicht nur ein wasserdichter Träger, sondern auch ein wasserdichter Kleber und auch das zeige ich Ihnen gleich. In der Fläche ist es ganz einfach, weil unsere angrenzenden luftdichten Bauteile, die sind ja immer luftdicht. Das heißt, wenn wir mal hier gucken, wir finden immer einen Ringanker vor, wo ich sauber ankleben kann. Keiner lacht, ich schon, weil die Realität sieht eigentlich ganz anders aus, ja, weil sowas kommt im Normalfall auf mich zu. Und auch hier, wenn ich nicht weiß, wie mein nächstes angrenzendes, in sich geschlossenes, luftdichtes Bauteil aussieht, dann kann ich kein faires Angebot abgeben. Irgendeiner legt drauf hinterher, meistens der Dachhandwerker, weil er sich was kauft, von dem man nicht weiß, wie es aussieht. Wir reden hier über eine wertige Leistung, die nicht einfach mal so nebenbei mitgemacht wird, inklusive aller Anschlüsse oder so. Das ist aussagelos, da kann ich nichts mit anfangen. Hier ist ganz, ganz wichtig, hier kommt vorab die Bestandsaufnahme durch den Planer. Wir haben gerade gehört, es kann auch der Fachplaner sein, der Handwerker selbst, wenn kein Planer als solches dabei ist. Das heißt, ich muss mir die neuralgischen Punkte anschauen. Wenn wir uns die Traufe anschauen, da haben wir hier ganz, ganz viele Beispiele, wie es aussehen könnte. Ich lasse mal unten stehen, dann wackele ich nicht rum. Wenn man mal gucke hier, das ist ein kleiner Auszug dessen, was mir auch in Abhängigkeit der regionalen Gegebenheiten, im Norden sind andere Traufe, im Norden zum Beispiel, da steht ganz oft die zweite Wand vor der ersten Wand, früher hinterlüftet ausgebildet, heute wird auch diese Hinterlüftung ausgedämmt, weil man mittlerweile erkannt hat, dass Dämmung was zu tun hat mit sich nicht bewegender Luft, aber ganz, ganz viele und wenn Sie sich das in der Pause nachher mal genau angucken, dann fällt jedem mit Sicherheit noch ein, zwei andere Beispiele ein, die er in irgendeiner Form in Theorie oder Praxis schon einmal da draußen gesehen hat. Also hier auch einen Pauschalpreis abzugeben, Laufmeteranschluss an und jetzt kommt's, das ist das, was ich bei mir mitnehmen sollte, an das nächste angrenzende in sich luftdichte Bauteil. Ganz, ganz wichtig. Hier an der Fußschwelle ankleben geht nicht. Wie bei uns in der Region, ich nehme an, hier gibt es das genauso, wird ganz oft zwischen den Sparren ausgemauert, der Stein oben schräg abgezogen mit Mörtel. Ich habe einen sichtbaren Dachstuhl gehobelt, ich habe eine oben aufliegende Schalung sichtbar und dann wird im Sanierungsfall normalerweise das letzte Brett entfernt. Vorsichtig, entnagelt, dann kommt eine Kleberaupe obendrauf, die wandert dann von Oberseite Sparren über den Glattstrich auf dem Stein, über den Sparren, über den Glattstrich vom Stein, dann wird die Membran eingebettet, das letzte Brett wird wieder eingepflegt und dann glaubt man, hätte einen luftdichten Anschluss an der Traufe, dem ist aber nicht so, weil der Sparren hat
4 Seiten und nicht nur eine. Einfache Variante wäre zum Beispiel, wir gehen her, nehmen die Säge und schneiden den Draufüberstand komplett weg und bilden die neue Traufe aus über nicht mehr Konterlatten, sondern über Konterrahmen, Kontersparren, wie auch immer. Im Bayerischen tendenziell eher schwer, da hängt vielleicht der ganze Carport-Überdachung noch mit dran, mit 2-3 Meter Auskragung. Und wichtig wieder, Planung, wir reden vorher mit unserem Kunden, wir reden mit dem Planer, weil wenn der Kunde abends heimkommt und seine Traufe ist nicht mehr da, dann haben wir tatsächlich ein Problem, würde ich sagen. Ja? Vorher alles besprechen, vorher alles festhalten, vorher alles schreiben. Wer schreibt, der bleibt. Fläche immer noch ganz einfach. Und wenn unser Anschlussortgang jetzt zum Beispiel so aussieht wie hier, dann müssen wir hergehen und müssen den Ortgang ertüchtigen. Ertüchtigen heißt, für uns zeitnah, hier macht jemand von uns oder jemand vom Folgegewerk einen Anschluss, einen in sich luftdichten Anschluss, an dem ich meine Membran ankleben kann, damit ich in dem Bereich meine Aufgabestellung erfüllt habe. Nächstes angrenzendes, in sich luftdichtes Bauteil. Punkt 1, den Sie bei mir mitnehmen müssen. So. Ortgang wird im Anschluss verbunden mit der Membran, muss natürlich auch eine Zeit beachten, die, wenn was Nasses aufgetragen wird, auch braucht zum Trocknen. Deswegen macht es auch absolut Sinn, nicht eine Dachseite komplett zu Beginn schon am ersten Tag in den Container zu treten, sondern vielleicht erstmal die Ortgänge in 24 oder 26 cm Dicke zu öffnen. Muss dann natürlich gerüstbautechnisch halt vielleicht eine Woche mehr einplanen, eine Woche, wo ich andere arbeite, auf der oder auf anderer Baustelle mir eben zurechtlegen muss, wie auch immer. Aber diese 24 oder 36 vorhandenen Zentimeter in der Breite, die kann ich abends notdachmäßig ganz leicht abends verschließen und muss nicht nur wegen der Situation mein vorher komplett in die Tonne geworfenes Dach abends notdachmäßig wieder verschließen, was mich ganz, ganz viel Zeit und zwangsläufig auch Geld kostet. Weil der Faktor Geld ist auch ganz, ganz wichtig. Wir als Handwerker verkaufen in erster Linie Zeit. Wo ist der Handel? Jemand da vom Handel? Material verkauft der Handel. Und das ist auch gut so, sonst müssten wir ja alles vorhalten. Der hat das da, was wir brauchen, in der Menge, wie wir es brauchen. Und dafür braucht er Geld. Er gibt uns einen Rabatt. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber wir verdienen an der Zeit, wo wir sinnvoll dieses Material, was uns der Handel zur Verfügung stellt, verarbeitet. Wir verkaufen Zeit und die muss ich sinnvoll einsetzen. Habe ich jetzt die Situation, dass der Sparrenkopf nicht abgeschnitten werden darf, dann muss ich mir natürlich zwangsläufig Gedanken machen, wie ich meinen Sparren, und zwar jeden, in der Summe in meine luftdichte Ebene einpflege. Heißt für mich, zu gucken, wo kann ich überhaupt anschließen, wo ist mein nächstes angrenzendes luftdichtes Bauteil. In dem Fall hier in dem gezeigten Modell wäre das jetzt die Variante. Ich habe hier unterseitig der Fußschwelle, die liegt auf dem Ringanker, auf irgendwas, was oberseitig in sich luftdicht ist, Vorgabe. An die Schwelle anschließen allein ist nicht ausreichend, mir zieht später unten drunter durch. Oben, wenn ein Mauerwerk dazwischen steht, so wie ich es vorhin gesagt habe, hier obendrauf anschließen, ist nicht ausreichend. Ich habe 3 Flanken des Sparrens vergessen. Ja? Ortgang, Berthold, ganz, ganz einfach. Ich nehme meinen Luftdichtungskleber zur Hand und gehe her, trage eine sogenannte Kleberaupe in der entsprechenden Dicke auf. Guck mal. So, wenn der Hub zu Ende geht, ziehe ich nicht weiter, sondern gehe ein Stück wieder hoch. Also ich mache ohne Unterbrechung. Wir merken uns, die Raupe, wenn wir es ins Tierreich übertragen, soll die Streicheleinheit überleben. Das heißt, wir drücken diese Raupe nicht platt. Ja? Bedeutet für mich als Verarbeiter in dem Moment, ich mache gerade mal den Schutz wieder drauf, damit der Teppich keine Probleme kriegt. Ich übe keinen Druck auf die Verklebung aus. Es würde trotzdem kleben, wenn ich hier drauf drücke. Aber ich würde mir eine Möglichkeit dessen nehmen,
warum ich in dem Fall hier keine Anpresslatte brauche, nämlich die Raupe nimmt Bewegung auf, weil sie dauerelastisch ist und dauerelastisch bleibt. Ich habe jetzt eine Bahn verlegt, die zweite Bahn ist im Moment nicht involviert, ich habe keinen Untergrund da. Im Regelfall ist es so, dass es zwei Varianten gibt. Entweder ich gehe her und mache jeden Arbeitsgang nach Verlegung der Fläche sofort fertig, dann habe ich kein Problem. Aber wenn ich im Nachgang den Ortgang als solches verkleben würde, dann gucken wir uns mal die Situation an. Hier ist ein Überlappungsbereich, das sind 15 cm, der Kleber hier sind 5 und die 10 cm wären, wenn ich sie nicht separat nochmal unterspritze, hinterher nicht luftdicht. Ja? Kleinigkeiten, die im Nachgang aber ganz, ganz große Wirkung hätten. Soweit verständlich. Fragen? Bis dato keine, dann hängen wir die hinter an. Ansonsten, wenn eine kommt, kein Problem. Gern melden, wir gehen drauf ein. Jetzt gehen wir. Bitte? Würde ich auch dazwischen spritzen? Hier mit dem gleichen Kleber. Kein Problem. Kann natürlich auch Klebeband nehmen. Ich muss nur mir Gedanken machen, was ich arbeite. Auf der Baustelle ist wie Schachspiele. Muss nicht Schachspiele können, aber es hilft, wenn der Kopf 3-5 Schritte weiter ist als die Hände in dem Moment. Weil dann kommt sonst irgendwann der Moment, wo ich sage, boah, hätte ich doch vorhin so, dann wäre es jetzt viel einfacher. Genau da kommen wir jetzt hin. Hätte ich doch so, dann wäre es jetzt viel einfacher. Wir gucken uns nochmal die Traufe an. Wir greifen uns den Sparre raus. Hier, ich habe hier was montiert. Jetzt kommt nicht der Werbeblock, ja, sondern es ist nur wie beim besagten Schachspiele. Wir haben hier was zum Produkt gemacht, was wir in der Anwendung schon seit Jahren hatten. Damals war es ein ganz normaler Karton, ein Umverpackungskarton für das Versenden mit Spedition. Und zwar haben wir hier ein Stück Karton genommen. In dem Fall jetzt haben wir es weiterentwickelt bei Proclima. Dem fehlt ein Stück Schutzleine auf der Rückseite und der klebt nur auf der Ecke des Kartons. Ja? Was es damit auf sich hat, zeige ich gleich. Ich kann den hier in dem Fall ohne Probleme abschneiden auf die Länge, die ich brauche. Ich habe es hier schon vorkonfektioniert. Ich gebe das gerade mal. Stefan, bitteschön. Was ich jetzt hier vor Ort mitmache, kommt jetzt in der Anbindung an den Sparren. Der Sparren ist mein nächstes angrenzendes luftdichtes Bauteil als Durchdringung. Also ganz wichtig im Vorfeld, ich muss auch wissen, wie viel Durchdringung ich habe. Ich kann zwar vielleicht 30 Quadratmeter in der Stunde ganz allein verlegen, habe ich aber ganz viel Durchdringung, dann mache ich vielleicht 30 Quadratmeter noch nicht mal an einem Tag. Der Tag ist ein, kostet einen Betrag X und dann muss die Durchdringung logischerweise entsprechend separat vergütet werden und nicht inklusive aller Anschlüsse. Geht gar nicht, ja. Das ist eine wertige Leistung und die muss auch genauso gesehen und betrachtet werden. Halt, Bertelsmann und Tacker. Hier, gucken wir mal. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht, wo verläuft meine luftdichte Bahn, wo verläuft meine Luftdichtungslinie. Wo komme ich ans nächste angrenzende luftdichte Bauteil? Und jetzt hier ist es so, wenn wir uns mal da angucken, da fehlt diese Eckleiste. Und wenn ich jetzt versuche, an dem Sparren anzukleben, dann tue ich mir schwer, hier zu definieren, wo ist überhaupt mein Untergrund, wo geht es hier weiter. Hier in dem Fall ist hier meine Kartonleiste. Ich pflege das hier ein. Ich kann an diese Leiste antackern. Das wäre jetzt, na, ich mache es jetzt mal, auch das sehen wir immer wieder, super gut. Und jetzt ist es vorbei, weil jetzt ist meine Klebehilfe, die ist einfach weg. Die ist verschwunden, hier ist sie da und hier zeige ich es jetzt. Ich klebe jetzt hier nicht auf die, aufs nächste angrenzende luftdichte Bauteil an, weil das muss noch ein bisschen halten, das Modell muss noch funktionieren. Ich zeige es nur mal ganz kurz an, aber eigentlich ist es ja mittlerweile klar. Wenn wir diesen Begriff der Kleberaupe ins Tierreich übertragen, dann soll sie bitte die Streicheleinheit überleben. Nicht plattdrücken. Ich nehme mir diese Möglichkeit, dass der
die Bewegung von Baukörpern, die unterschiedliche Bewegung von Baukörpern in dem Fall hier über die Dicke der Kleberaube abgetragen wird. So, mein Klebeband nehme ich zu Hilfe. Es gibt verschiedene, es kommen jetzt auch noch verschiedene zum Einsatz. Ich sage auch gleich noch was dazu. Wenn wir jetzt hier schauen, ich habe hier den Liner auf der Rückseite. Ich ziehe den ab. Ich drücke den an. Am Sparren, ich ziehe den ab und drücke den an. So, und jetzt kommt das Erste, was für mich auch im Vorfeld schon wichtig ist zu erfahren. Sie sehen, wir haben hier mit Tesafilm vorgeklebt, damit unser Holz hier nicht dauerhaft verklebt wird, weil das wird unansehnlich, man möchte es gern wieder verwenden. Jetzt ist die Situation die, Klebebänder, ich stehe auf, ich möchte nicht da knien müssen, Klebebänder, egal ob die Tesafilm im Büro, ob das ein Paketklebeband für UPS oder was auch immer sind, Klebebänder haben immer eine Anfangsklebekraft und eine Endklebekraft. Dafür gibt es sogar einen Fachbegriff, der heißt TAC, den muss ich gar nicht merken. Aber die Anfangsklebekraft und die Endklebekraft unterscheiden sich ganz gewaltig. Was wir gern hätten, ist eine hohe Endklebekraft, soll ja die nächste 20, 30, 60, 100 Jahre, das sagt dann der Martin auch was dazu, soll es ja funktionieren, funktionierendes Teil im Baukörper bleiben. Und Anfangshaftung, jetzt übertreibe ich ein bisschen, ich sage nicht mal Anfangsklebekraft, ich sage Anfangshaftung. Anfangshaftung kann ich nur umwandeln in Endklebekraft durch das, was ich bei meiner Klebeschnur auf keinen Fall tun darf, Druck. Ja? Es gibt ganz viele Klebebänder, die kleben ganz, ganz stark, auch schon am Finger. Und das verleitet dazu, dass man es hinterher nicht mehr andrückt. Endklebekraft kommt aber erst nach 24 Stunden. Wenn ich nach 23 Stunden und 59 Minuten dran denke, da war doch was mit Druck und drücke dann, dann ist es zu spät. Ja? Endklebekraft, und das ist das Nächste, was ich hier bei mir mitnehmen soll. Anfangshaftung, Endklebekraft, Druck und keinen Druck bei der Klebeschnur. So, ich gehe hier rüber, Verklebung hier, halt, ich brauche den Tacker noch. An der Schwelle brauche ich keine Verklebung. Die ist nicht mein nächstes angrenzendes luftdichtes Bauteil. Habe ich jetzt aber festgestellt bei der Voruntersuchung oder mein Planer hat es für mich gemacht, dass mein zwar hier sichtbarer Sparrenkopf gehobelt wegen aufliegender Schalung im hinteren Bereich, weil ja hier die optische Grenze ist in der Fassade, hier nicht mehr gehobelt ist, dann muss ich mein sägeraues Holz in dem Bereich muss ich primern. Primern kommt später im Zusammenhang mit dem, was anschließend Gutex zeigt. Dann verlagert man es dahin. Hier mein Liner. Also kleines Gimmick, was mir das Leben wirklich in dem Fall hier deutlich erleichtert. Und wenn jetzt das Ding auch noch runter geht, ist auch gut. Fangen wir da an. Das ist der Vorführeffekt. Na. Normalerweise brauche ich keine Fingernägel, geht auch so nicht. Fingernägel, komm. Na, ach nö. Jetzt passiert was. So, da wollte ich jetzt gerade was dazu sagen. Aha, so, machen wir weg. Drücke an. Kann natürlich auch mit dem Finger drücken, ist ja kein Thema. Aber ich erwische vielleicht eine Klammer, ich erwische vielleicht einen Spreisel. Und das muss gar nicht sein. Und auch wenn ich hier keinen genügenden Gegendruck habe, wie zum Beispiel bei Einblasdämmstoffe, anderes Thema, auch dann kann ich den entsprechenden Anfangsdruck mit diesem Pressfix zum Enddruck oder zur Endklebekraft führen. Vom Kleben als solches. Ich brauche keine Fingernägel. Bei uns werden die Klebebänder geschnitten, nicht gerissen. Ich brauche keine Fingernägel, einfach einmal kurz hohllegen und mit dem Finger abziehen. Ja? Probieren.
Nee, das machen wir bewusst nicht, weil das Gewebe, was da drauf ist, reißt auch gern, wie immer, wie bei jedem, auch in die andere Richtung. Und mit dem Riss provoziere ich das im Vorfeld. Deswegen haben wir uns für das Schneiden entschieden. Also die Grammatur, die Gewicht dessen, was da drauf ist, ist ausgelegt auf Schneiden. So. Gehen wir her. Ich habe jetzt hier mein Standard-Klebeband. Ich habe hier ein Band, das ist breiter. Ich habe hier ein Band, das ist noch viel breiter und es gibt auch noch breitere, je nach Situation. Ich wähle das aus, was mir in dem Fall am meisten hilft, am meisten Sinn macht. So. Wie gesagt, mein Sparren hat vier Flanken. Ich gucke, wo trifft sich meine Holzkante mit meiner Kartonkante. Schneide nicht bis auf diesen Punkt runter. Stell jetzt im Nachgang fest, aha, auf der rechten Seite war mein Kartonstreifen zu kurz. Und dann klebe ich noch einmal drüber. Ist ja überhaupt kein Problem. Das Klebeband macht es für mich. Ich hätte noch breiteres wählen können, das kostet mehr, aber ja, muss nicht sein. Hier einfach zweites Stück drüber. So, und ich muss mir vorher Gedanken machen, wie gehe ich die Situation an. Ich habe mich jetzt für die Kartonvariante hier entschieden. Und wie heißt es in der Küche, das Auge isst auch mit. Und auch hier ist es so, wenn abends mein Kunde, vielleicht von Beruf Lehrer, abends da hochgittert und mal nachguckt. Und jeder Sparrenanschluss an der Traufe sieht anders aus als der daneben. Dann sagt er abends zu mir, du, das hätte ich auch gekönnt, dafür willst du Geld von mir. Und dann guckt er vielleicht noch im Netz und da sieht es nochmal anders aus und dann habe ich Schwierigkeiten, dafür Geld zu bekommen. Ja? Auch da sollte man gucken. Rodo hat da auch einen Begriff dafür, das nennt sich Best Practice, dass man einfach dafür sorgt, egal wer da hingeht, dass es im Nachgang gleich aussieht. Und wenn man sich das angewöhnt, dann haben wir in der Hinsicht auch keine Probleme. So, komm her. Jetzt kommt mir mein Tesa in die Quere. Dann machen wir es andersrum. Auch das ist kein Problem. Und Sie sehen schon, letztendlich machen wir eins, hier an der Stelle ist, hat mal ein Teilnehmer gesagt, ist eigentlich Basteln auf hohem Niveau. Und letztendlich ist das ganze Baustelle, alles was ich nicht industriell vorfertigen kann, ist ja gar nichts anders als Basteln und hoffentlich auf hohem Niveau. Weil de facto arbeiten wir Akkord. Akkord ist eigentlich was für die Industrie, nach ganz klar definierten Vorgaben irgendwas produzieren. Aber in der Realität ist das, was wir tun, jeden Tag ein Erlkönig. Jeden Tag eine neue Herausforderung, jeden Tag ein Prototyp. Na, komm her. Fehler vom Amt. So. Verklebt. Neues Stück drüber. Kein Problem. So, das ist jetzt hier Verlegung in der Fläche. Ich zeige jetzt noch ganz kurz diese Leistung des Klebebandes als solches, was Feuchtigkeit angeht. Moment. Hier muss ich nachschneiden. Komm her. Auch hier schneide ich nicht wieder bis in die Ecke. Andere Seite.
und natürlich Andrücken nicht vergessen. Bertolt, du verfolgst mich jetzt mal darüber. Wir gehen mal zu unserem Wassertank. Wir nehmen unser Klebeband mit. Ne, da ist schon eins. Das ist natürlich jetzt was Unrealistisches, weil wir nicht unter Wasser verkleben. Ich möchte nur zeigen, wie stabil, wie tauglich und wie klebend der Klebefilm auf der Membran ist. Wir sehen es hier vollflächig unter Wasser. Zweiter Liner abgezogen. Verklebung unter Wasser. Und auch hier wieder der Trick dabei. Wir pressen das an und bei dem Anpressen pressen wir das Wasser raus. So. Zieh. Okay. Das wäre Vandalismus, also darüber reden wir nicht. Ja. Es geht wirklich nur um Belastungen, die tatsächlich auf der Baustelle auftreten. Ich habe gesprochen über Verklebungen, die manchmal stattfinden, wo kein Liner vorher noch da ist. Ich bin also angewiesen auf die Verklebung mit Klebeband. Einmal halt trockene Finger, einmal hohllegen, einmal andrücken. Bitte? Temperaturtechnisch, ich könnte jetzt sagen, bis wie viel das es tatsächlich klebt, dann würde ich mich aber weiter aus dem Fenster lehnen. Ich weiß, dass das macht, aber ich berufe mich immer auf das, was in der technischen Datenblätter drinsteht. Sag es nochmal laut. Gut. Gehört? So. Ja. Okay. Abgerissen, aber wenn wir sehen, die Membran ist dabei. Ne? Genau. Okay. Gut. Martin?